Einmal herzlich willkommen zu unserer S22 Diebholz und wir nehmen Fabi. Hallöchen. So, es geht wieder weiter. Lang war es ja, aber es geht wieder weiter. Ja, wir sind hier in Kartoffelernte. Und ich muss mal einen Schlepper schnappen. Und zum Ende fahren. Oh, ja. Magst du eigentlich ein Frontgewicht mitbringen? Könnte ich ja. Es wäre sehr lieb. Sehr gut, ich bin auch immer lieb. Aha. Was? Überlegen wir gerade, ob ich noch Kipper mitnehme, aber nee. Naja, wird ein bisschen schwierig, ne? Ja. So. Müssen wir gucken, wann die Folgen kommen. Wie oft in der Woche. Ui, es ruckelt. Achso, nee, ich hab den Mann auf 8, okay. Muss mal gucken, wie ich das schaue. Ist hier dann eine Videobeschreibung, wie es dann drin stehen. So, falsch mal richtig, ja. Träumchen. So viel verfahren kannst du ja nicht. Ja. Und ich habe festgestellt, wo ich dieses Pack mal offline ein bisschen ausprobiert habe. Ich weiß jetzt, was der Unterschied zwischen dem hier und irgendeinem anderen ist. Ah. Der hier wirft seitlich raus, der andere wirft es mittig raus. Auch wenn er das X-fache kostet. Abfahrt. Ui. Dieses Gerät ist schwer. Ich glaube, das Ding bei dem Gerät hier ist auch nur, dass das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber dadurch, dass das so weit nach hinten auslädt, dadurch wird das dann halt. Egal, durch die Hebelkraft alles mal. Ja. So. Düsen, Düsenland, Kiez zum Welt. So, da. Stoppen. Weiter rückwärts. Hinten quer halten. Sehr merkwürdig, dieses Gerät. Was ist denn da eigentlich? Oh. Teleportiert dich mal bitte zum Viehhandel. Wie Handel, wo haben wir den denn? Ganz links. Da ist Viehhandel. Ui! Ich fliege! Ja, nur nach unten fliegst du. Ganz, ganz tief hinab. Wobei ich sagen muss, kann man jetzt bemängeln, aber ich finde es nicht schlimm. Ja, und so ist er so gedacht, sag ich jetzt mal. Ist ja kein Fehler. Und teleportiert sich dahin. Ja. Also trotzdem ist er eigentlich kein Fehler, sag ich jetzt mal. Oh. Abfahrt. Auf, dass du nichts kaputt fährst. Wie denn? Du hast ja da die Bahn mitten reingemacht. Hast du nichts kaputt fahren? Ja, ich sag ja nur. Ein bisschen schaukelig, weil ich halt in den Bach fahre. Ach so, bist du denn? Ah, dann treffen wir uns ja ganz vorne. An der Spitze kann ich ein Gewicht geben. Ja. Ich brauche schon mal einen Kipper. Weil ich weiß.
Das sieht sehr gesund aus, wie der da so hoch und runter geht die ganze Zeit. Na, mein Gott. Ei. Nach oben komme ich eh nicht mehr, da bin ich eh voll. So viel kommt da runter? Ja, ich bin jetzt bei 60%. Ja, wobei, warte mal, wie viel geht denn in den Bunker rein? Ja, 8000. Dann kommt ja doch viel runter. Was hat denn eigentlich mit Kartoffeln vor? Wollt ihr die einlagern oder wollt ihr die verkaufen? Ja, gute Frage. Also Einlagen für Tiere, aber nee, wir können ja nur Kühe machen, gell? Ja, klar können wir auch Schweine machen, theoretisch. Wir können uns ein Land kaufen und da was draufstellen, aber. Ich hab, was ich dein Gewicht mitnehmen? Ach so. Ah Du ja. Sherlock Holmes. Bin da. Warte mal. So. So kann ich Speedwenden machen, Alter. Zack. Ja, komm, mach mal hier Speed ankoppeln. Ja, ich bin da. Schön. Brauche schon Traktoren mit dem Kipper. Zeit, aber wir Warte. brauchen eine 5100. Was war das? R? M? M? Ne, M. Ja, M. Ja. Oder den kleinen, den 710er. Ja, genau. Ja, der wird zum Kipper ziehen ja reichen. Ja, genau. Nämlich festgefahren. Oder den kleinen Zetor. Ah ne, der hat noch weniger Leistung. Kleiner hat wenigstens 50 PS. Bist du schon einmal rund gefahren? Nee, oder? Ne, ich bin nur bis da hinten einmal hochgefahren. Ja, in die muss ich sie abhängen und die Kippe holen. Oder du fährst mal mit dem Telolader die Kippe holen. Der fährt 30. Nee. Na gut. Aber die andere Sache ist, vielleicht jetzt wirklich schneller, weil ich muss ja hinfahren und zurückfahren. Ja. Egal. Doch, doch, ist schneller. Bestimmt. Weiß nicht, wie sind denn die Kartoffelpreise so aktuell? Kartoffels. 453 und 618 ist der höchste Preis. Ja gut, Januar, ne? War schon ein Schwader, das wäre das alles auf einen Schwader. Ja. Muss halt eigentlich gleich beim Runterfahren hingehen und die andere Seite zuerst machen, weil sonst schmeißt es das nach außen, dann kommst du nicht mehr dran. Naja, es ist ein bisschen Zeit. Ich muss noch die Zeug holen und ganz hoch komme ich ja eh nicht. Das ist verdammt scheiße, hier mit alle Kartoffeln zu erwischen. Das, du hast doch GPS drauf, oder nicht? Na? Da haben wir AdBlue mit drin. Aber es können. Fällt mir jetzt mal so auf. Hat dein Schlepper auch AdBlue? Ja, klar. Nein, natürlich nicht. Aber bei irgendwelchen Modschleppern ist es ja so. Die haben dann wirklich AdBlue. Naja. Ja, das hier ist der Standardschlepper. Naja. Ja, wir haben den auch als gemoddete Version drauf, meine ich. Ja? Oh. Ja. Weiß nicht genau, was da Unterschied ist. Ich glaube, der hat nur Simple IC dann mehr. Wie besser hat der 1710? 140 oder so, oder? Naja, 170. Jo, stimmt. Also Nein, meine ich stimmt. jedenfalls. Ja, hast recht. Muss. Der hat 140. Ach, Mann! Der hat 170 und der 49,55 hat 190, glaube ich. Was? 49? 49,7 oder 47,55. Der mit Hm. der runden Haube. Ja. Boah, es ist mal verwirrend, wenn man immer die Zahlen eigentlich anders ausspricht. So, also.
Schild, das ist keine Illusion. Halt! Anker werfen! Das heißt, Kartoffel-Equipment teuer? Weil das haben wir nur gemietet. Ja. Wenn wir öfters Kartoffeln machen wollen würden, könnten wir es ja dann kaufen. Ja. Die Frage ist, wollen wir Ja, ich glaube, das? die Legemaschine haben wir ja gekauft. Haben wir gekauft? Ja, die haben wir schon gekauft. Achso. Und der, was ist denn? Grimmer, da, Grimmer. Der Mehrarbeitsbreite 1,5. Nee, arbeitsbreitenmäßig tut sich da nichts. Aber der legt's dann. Legt's. Der legt's dann halt mittig ab. Weißt du, toll müsste es auch nicht sein, oder? Das Ding hier? Ne, generell, das kommt mein Ding und dein Ding. Der kostet 12,5. Weil ich dann eher den für 16,5 nehmen würde. Weil den halt mittig ablegt. Und deiner kostet 88.000 in der Standardausführung. Ah, ja, können wir doch werden, weil das ist bekommen wohl. Und 89,7 halt mit dem Dach drauf. Ja, gut, stopp, guck mal. 19.000 Euro der kleine Kartoffel. Ne, warte. 19 Kubik, 32.000 Euro der kleine Kipper von Grimme. Und 40.000 Euro der große mit 35 Kubik. Weil ob wir jetzt zwingend die Grimme-Kipper wirklich brauchen, ist jetzt auch die andere Sache. Ja, eigentlich schon. Aber das könnten wir doch gerade so einnehmen, und ist das alles mit der Ernte? Die reinen Erntesachen könnten wir gerade so reinkriegen, ja. Ja, wir bekommen nicht pro Ernte so 100.000 so und bauen mit der Getreideernte. Könnte hinkommen, ja. Mann! Weiß nicht, wir haben, glaube ich, sogar. Bitte, bitte, bitte. Ja, wir haben sogar den Roter, den du hast, Schmutz. in der normalen Variante mit drin. Aber der kostet dann 150.000 Euro. Ja. Und was die Maschine ja auch für ein Ach, Problem hat, dadurch, Mist. dass die halt an der 3-Punkt sitzt, wenn du um die Kurve ziehst, dann hast du halt sofort, dass der mit der komplett aus der Spur rennt. Ja, stimmt. Auf Kurs und vorwärts. Das ist so kotzen, Alter. Was? Ich die andere Bahn nehmen müssen. Naja. Ja, weil wie die Bäume hier, die S-Bahn sogar die Müll. Die, die ich hier gerade mache, oder welche? Achso, ne, die da hinten. Ja. Ja, gut. Ich kann nur dahin werfen, wo der hinwirft. Mit dem Boot. Muss ich irgendwie mit dem Boot drehen und dann rückwärts da reinschieben? Glaube, ich ziehe die Bahnen hier beide auch in die Richtung. Dann hast du die beide innen liegen und nicht so wie die erste Bahn, die ich dann auch einmal nach außen geworfen habe. Dann ist das hier mit den Bäumen, glaube ich, etwas einfacher. So.
Erste Bahn haben wir. So, Abfahrt. Ich glaube, ich habe genau die falsche, wobei theoretisch hat man jedes Mal die falsche Richtung. Sehr cool, wenn man dein Gerät eben umstellen könnte. Kannst du nur beim Kauf konfigurieren. Deswegen mit der Mittelablage hast du zwar dann teilweise, würde ich sagen, auch Probleme, die ist trotzdem besser. Ja. Dann hast du auch nicht sowas wie jetzt hier, wo du dann so zwei Schwaden nebeneinander liegen hast, die du aber trotzdem nicht zusammen aufnehmen kannst, denke ich. Nee, geht nicht. Du lässt immer ein bisschen was liegen. Toll, es war schwierig, hier gehen. Ich fahre einmal hier hoch. Ja, schon ein bisschen breiter. Gut, also sagen, das war's mit der ersten. Nee, ja, doch, mit der ersten Folge diesem Jahr von DeepHolz. Welche Folge war das? Kennt ihr, glaube ich, noch. Ich hoffe, ihr versucht mal besser haben drauf auf den Tag. Und ja, ciao.